Jo, moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17. Ja, wir sind hier auf der, na, wie heißt die nochmal? Kombinate Rolni Romate bei Tomix, da sind wir. Und ja, also, ich hab halt, das ist jetzt der erste Part von der Map, die Map-Vorstellung habe ich schon gemacht. Und ja, wir fangen jetzt mal an, ich zeige euch jetzt erstmal den Fuhrpark. Ja, wir haben dann hier erstmal einen Aggerkratzer stehen. 100 MB Trakt 1050 mit Schiebeschild zum Getreideschieben. Dann haben wir hier eine Agroleine, einen Venius Hexekipper. Haben wir hier einen Striegel. Dann haben wir hier einen Deutzi 7250 TTV. Wollen wir vielleicht noch einen Warrior draus machen? Schauen wir mal. Dann haben wir hier einen 8,3 Meter Federstartgrubber. Dann haben wir hier ein Lieper Teleskoplader zum Getreideverladen nachher. Und dann haben wir hier einen Drescher, den 9490X von Fendt. Ja, dann gehen wir mal zu den anderen Maschinen. Haben wir noch eine Halle voll stehen? Und zwar hier der 5080M von Johnny, von John Deere und das Schneidwerk zudem. Und dann haben wir hier hinten noch unseren Pflegeschlepper, den 313er mit dem Rauchstreuer und ein 1,1 Tonnen Frontgewicht. So, das war's eigentlich auch schon größtenteils. Ich glaube, da vorne habe ich noch zwei Sachen stehen. Und zwar, ja, hier haben wir halt noch die Rohrstrille und dann haben wir hier noch den Konokipper. Und ja, das war's. So, wir wollen jetzt ab in Raps. Ich glaube, der ist gut. Und ja. Ach nee. Ich vergesse es immer wieder. Wir haben auch noch einen Schlepper. Vielleicht habt ihr den eben schon gesehen. Das ganze Geld, falls ihr euch wundert, haben wir aus Neustadt und aus Amerika. Ja, weil da den Betrieb haben wir ja verkauft. So, und dann sind hier. Oh Mann, nee. Ja, das kann doch gar nicht angehen. Dann sind halt hier auf dem Betrieb bei uns ist jetzt Itzgen, Hinachsen. Und das war es erstmal. So, dann in Holland sind Julian und Hector. Aber Hector will erstmal hierhin noch kommen. Also will dann hierher noch kommen. Dafür will dann Luise will dann auch noch hierher. Weil hier brauchen wir halt einfach dann die Fahrer, ne? Oi. Die haben es aber hier gut vor. Auf jeden Fall dann Luise und so, die wollen dann noch kommen. Nee, nicht du. Och Mann, wieso drückt der denn den kleinen. Ah, es ist ein kleiner Schlepper hier. Und ich habe schon alle Sperren drinne. Ah ja, egal. Was? Der fährt nur 33? Okay. Also, ja. Ich hab den, wir haben es, ich hab, ein Verwandter von uns hat den in echt und der fährt 40. Wie ist denn die da gemacht? So, jetzt bin ich mal gespannt, was das hier gibt. Ich habe keine Probleme, den rückwärts zu drücken. Aber den nehme ich jeden Tag eigentlich in echt.
Ah, ein bisschen vor. So, der müsste stehen. Ja, das kann man anhängen. So, dann switchen wir mal. Wo ist denn der Drescher? Drescher, Drescher, Drescher. Hier ist der Drescher. Einsteigen. Jetzt ist er an. So. Piep, 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 piep. So, wie geht das denn hier jetzt weiter? Bisschen mehr hier. Da. Ich muss gerade in den Spiegel gucken. Tut mir leid, falls ich ein bisschen nicht so ganz gerade sitze. Bald habe ich auch noch einen DX-Racer, da ist das so angenehmer hier. So, wir wollen aber keinen Spiegel abfahren. So, weiter, weiter, weiter. Geht das? Oh, das geht gerade so. Ja, aber wir haben es geschafft. Ist positiv. Siehst du, selbst der Drescher fährt 33. Das. Das gibt's doch gar nicht. Irgendwie kommt mir der vor, als ob der hier schneller düsen würde. Ja, das ist ein Fendt-Mähdrescher. Hab den extra ohne Raupen erstmal genommen. Ja, weil wir hier ja viel. Naja, nicht viel Straße fahren, aber. So, naja, es ist schon schief, aber. Es ist halt so bergig und jetzt nicht so, dass man sagen müsste, hier, da geht das so hoch. Nee, das ist nicht so. Ist ganz in Ordnung. Ihr könnt ja nochmal in die Kommentare schreiben, soll es mit Musik sein oder ohne, ne? Also, so, kommt was. Meistens, wenn man guckt, dann kommt was. Aber wenn man nicht guckt, dann kommt nix. Ne. So, hier ist noch der Dümpel. Da haben wir gestern Abend noch gebadet. Schade. Deswegen muff ich auch so ein bisschen. So, hier sind wieder der Trabi Trabant 95. Bisschen Östen. Ja, da den Schlag haben wir halbwegs ab, aber da war es halt noch nicht trocken genug. Ach, wer hat denn die Rundumleuchte? Ach so, ja, könnte er hier auch an, war eigentlich. Wer hat denn die Rundumleuchte angelassen? Ja, machen wir gleich aus, wenn man. Was hat denn jetzt hier eben gescheppert? Hoffentlich habe ich ihn nicht kaputt gemacht. So. So, hier müsste eigentlich erstmal einigermaßen stehen bleiben. So, dann nehmen wir jetzt mal einen Drescher. So, dann Häcksler müsste drinne sein. Sieht so aus. Und dann würde ich sagen, beißen wir mal an. Aber ich will, weil ich weiß, der Wagen steht drüben, fahre mir jetzt nicht so rum, wie ich jetzt anfangen will. Ich will jetzt einfach nur hier einen Anfang erstmal dreschen, damit wir am Ende Platz zum Drehen haben und für den Kipper, damit wir erstmal überladen können. So, muss ich gucken. Nicht, dass wir in die Büsche kommen. So, dann nehmen wir jetzt hier noch eine Schranke mit. Normalerweise darf man mit dem Drescher gar nicht so Kurven fahren, weil sonst ist das, sieht das aus wie gerobbt, aber das geht halt hier jetzt nur mal anders. Am Anfang ist das halt meistens so. So, zack, rum und ansetzen. Ja, ich habe die immer noch nicht aus die Rundumleuchten. Na, egal, frisst eh keinen. Na, wie heißt das nochmal? Okay, das kostet teuer Geld. Das ist. Ich kenne einen, der hat auch den Fendt, so einen Fendt-Mähdrescher. Halt aber den kleinen. Die wohnen halt da, wo es ganz eng auf den Straßen ist. Und ja. Oh, das ist aber hier echt geil mit dem Mähdrescher. Das. Das läuft, das läuft, das läuft. Der Raps hat auch. Naja. Ertrag. Also, ich wollte jetzt nicht sagen Gold, aber.
schlecht ist er nicht. Gut, das ist Vorgewende innen drinne, kommt halt immer mehr Dünger hin. Rand ist meistens nicht so, aber gucken wir mal. Weil halt hier auch immer da, wo viel gedreht wurde, am Vorgewende gibt es dann auch weniger Erträge. Das ist, muss man mal bedenken. So, dann wollen wir hier erstmal Haspel verstellen. Ja, da steht dann. Da steht. Oh, was ist los? Da steht dann halt der zweite Schlepper. Ja, da ist halt der zweite Schlepper. Und zwar der 8R. Beta gibt es auf Motos da. Ja, testen wir alle noch ein bisschen, aber. Oh, funktioniert. So, schneid. Oh, Flatterdeck. So, die taut. Ja, die taut ich nochmal aus. Mit dem Joskin-Wagen. So, dann treffen wir hier die Kante nochmal nach, damit wir Platz haben. Damit hier bei Tante Gerdas Garten alles frei ist. So, zurück. Jetzt haben wir hier Platz für den Panzer hier zum Wenden, ne, damit das auch einigermaßen gut läuft. So, ich steche jetzt hier gewollt mal durch. Damit wir da nicht so viele, zu viele Kurven drin haben in den ganzen Handwerk hier. Ah, die Brocke ist aber schnell ab, würde ich sagen. Also, ja. Es geht aber. Es läuft gut. Drescher gefällt mir. Kornverlust hier, was steht? Ja, 0,5. Geht aber. Das ist ja auch kleine Körner und nicht so gute Körner manchmal, deswegen 0,5. Das ist aber im Raps vollkommen in Ordnung. Wenn du das im Weizen stehen hast, fraglich. Ja, wir hatten ja schon mal mit, im Raps mit 2, irgendwas. Was ist denn hier? Ach so, man muss auch das ganze Schnittwerk im Blick haben. Wir hatten auch schon mal mit 2, irgendwas getroschen. So, zack, dann fahren wir hier mal. Ja, das läuft nicht so ganz. Wir haben als hier ein paar Kollisionen. Ja gut, aber auf so Flächen trischt man eigentlich erstmal hier mit so einem schönen alten Dominator an. Um die ganzen Dinger drumherum und fährt dann hier mit so einer Kiste dann nur die großen Sachen. Aber es läuft doch einigermaßen. Wir wollen nicht stehen. Aber ein Brand ist meistens grün. Das gibt dann hier noch Korn. Na, Dings, wir dreschen gerade mit 12%. Also das gibt dann noch Feuchtigkeit. Wir dreschen gerade mit 12%. Bisschen zu nass. Aber das wird eh noch getrocknet. Da kommt noch ein bisschen Wind. Da werden noch diese Puster reingemacht. Aber nicht, dass hier also dieses Trockenheitsmittel da, dieses Ölzeug, das Konversiersmittel. Wenn man das reinmacht, sollte man sich schon überlegen, war das jetzt richtig, dass wir da gedroschen haben? Gut, es gab auch schon mal, ja, da haben wir mit 19% gedroschen, aber das ging halt nicht anders, weil, ja, war halt nass. Ich glaube, das war 2011, nee, 11 war trocken. 12. 12 war auch trocken. Weiß nicht. So, dann dreschen wir hier nochmal das Fleckchen weg. Naja, wäre ja froh, wenn es ein dicker Kontern gibt. Na, es gibt mehr, oder? Weiß ich nicht, fraglich.
Ich mache vielleicht dann auch nochmal ein Tutorial zu, na, zu, wie heißt es nochmal, zu, hier. Das hier, GBS. Ein nochmal Tutorial zu, wie man da ordentlich mit ansetzt und damit ordentlich tut. Das macht aber irgendwie richtig Spaß. Ja, sieht man nicht, aber Korntank, ja, kommt als rein. Oh, die fällt mir doch schon, die gehen auch nicht. Aber manchmal gehen sie halt nicht. Muss man halt mal einen guten erwischen, ne? Manchmal haben die auch irgendwie allzu so Werksfehler und so. Das. Aber da, der geht. Der geht. Ja, im Spiel geht jeder. Da geht auch. Karl Hennes. Alter Bautz. Der geht auch. So, da drücken wir hier nochmal. Oh Mann, ich hab's echt. Oh, du mordische Arbeitsbräute. Nee, nicht so. So, und dann GBS rein und los geht's. Ja, aber ich denke auch mal, das soll es mit dem Part gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, der kleine kurze Ausblick hier hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann mal bald wieder. Vielleicht morgen, spätestens übermorgen, denke ich. Und ja, ciao.